Der internationale Gerichtshof hat Israel dazu verurteilt, Maßnahmen zu ergreifen, die die humanitäre Lage im Gazastreifen verbessern. Der IGH sieht sogar die Gefahr eines eventuellen Genozids. Also ihr hattet das wahrscheinlich mitbekommen, Südafrika hat vom internationalen Gerichtshof Klage eingereicht wegen Genozids aufgrund des israelischen Vorgehens im Gazastreifen. Südafrika wollte da eine einstweilige Verfügung, also so etwas wie eine einstweilige Verfügung gegen Israel erwirken, dass Israel beispielsweise den Militäreinsatz beenden muss. Nun sagt der IGH, na, Militäreinsatz beenden muss Israel nicht, aber Israel muss zumindest mal Maßnahmen ergreifen, die humanitäre Katastrophe, die sich im Gazastreifen abzeichnet, um die abzuwenden, beziehungsweise die dort schon stattfindet. Also Israel führt dort Flächenbombardements durch und ein Großteil der Bevölkerung des Gazastreifens ist in den Süden geflohen, der aber auch von Israel bombardiert wird. Also der Großteil der Bevölkerung ist dort nicht sicher, hat dort keine ausreichende Versorgung mit medizinischen Gütern, mit Wasser, mit Grundnahrungsmitteln, unter anderem auch, weil Israel den Gazastreifen abgeriegelt hat und viel zu geringe Mengen beispielsweise an Nahrungsmitteln in den Gazastreifen durchlässt. Und da muss Israel jetzt eben Maßnahmen ergreifen, um die humanitäre Lage zu verbessern. Wir lesen mal den Artikel der Süddeutschen hier rein. Israel müsse Anstrengungen unternehmen, einen Völkermord im Gazastreifen zu verhindern, urteilt der internationale Gerichtshof. Auch schon die Anstiftung dazu müsse bestraft werden. Zum Ende des Militäreinsatzes wird Israel jedoch nicht verpflichtet. Der internationale Gerichtshof hat eine Gefahr von Völkermord im Gazastreifen festgestellt, verpflichtet Israel aber nicht zum Ende des Militäreinsatzes. Das höchste Gericht der Vereinten Nationen beauftragte Israel aber am Freitag in Den Haag, mehr Schutzmaßnahmen für Palästinenser zu ergreifen, um Völkermord zu verhindern. Es ist ein deutliches Signal der Richter. Sie sehen die Gefahr, dass die Völkermordkonvention verletzt werden könnte. Israel hatte die Vorwürfe Südafrikas als haltlos zurückgewiesen und sich das Recht auf Selbstverteidigung nach dem verheerenden Massaker der Hamas und anderer Terrorgruppen vom 7. Oktober berufen. Und das ist natürlich völkerrechtlich absoluter Bullshit. Also nur, weil aus einem anderen Staatsgebiet und Gazastreifen, der gehört ja zu Palästina, das ist ja anderes Staatsgebiet, ein Terroranschlag auf das eigene Land verübt wird, darf man dieses andere Staatsgebiet noch lange nicht angreifen. Also dann hätten, also dann nach jedem Terroranschlag, der auf westliche Länder durchgeführt wird, von irgendeinem anderen Staatsgebiet her, dann dürften wir diese Staaten ja bombardieren. Das darf man völkerrechtlich nicht. Völkerrecht basiert nicht auf Reziprozität, nach dem Motto, von diesem Staatsgebiet ist jetzt ein Angriff gekommen, also dürfen wir jetzt einen Rachekrieg führen. Das ist nicht erlaubt. Selbstverteidigung auf dem eigenen Staatsgebiet ist erlaubt. Ein Angriff auf anderes Staatsgebiet, und das macht Israel hier ja, ist nicht erlaubt. Also diese israelische Begründung, die ist an sich schon vollkommener Unsinn. Die Richter entsprachen damit nur teilweise einem Eilantrag Südafrikas, das eine sofortige Einstellung der militärischen Handlung gefordert hatte. Israel muss aber nun Schutzmaßnahmen ergreifen und mehr humanitäre Hilfe zulassen. Israel muss außerdem alles dafür tun, Aufrufe zum Völkermord zu verhindern und zu bestrafen, wie die Richter befanden. Also der israelische Verteidigungsminister hatte ja beispielsweise die Einstellung von Strom- und Wasserlieferungen an den Gazastreifen damit begründet, dass man dort gegen menschliche Tiere kämpfe und dementsprechend handle. Also damit sind wahrscheinlich solche Äußerungen gemeint. Es ist eine erste Entscheidung in dem Völkermordverfahren. Südafrika hatte Ende Dezember Klage gegen Israel eingereicht. Das Gericht entschied damit aber noch nicht endgültig über den Hauptvorwurf des Völkermords. So ein Verfahren kann sich über Jahre hinziehen. Entscheidungen des UN-Gerichts sind bindend. Die Richter haben aber kein Machtmittel, um diese auch durchzusetzen. Unklar ist, ob Israel sich an diese Anordnung halten wird. Wenn das Verfahren zum Hauptvorwurf des Völkermords beginnen wird, ist nicht bekannt. Das ist bei UN-Gremien ja allgemein der Fall. Der Einzige, der wirklich die Macht hat, eigene Entscheidungen auch durchzusetzen, ist der UN-Sicherheitsrat. Und da, beziehungsweise die Mächte, die UN-Sicherheitsrat sitzen. Und da dort mit Frankreich, Großbritannien und den USA drei sehr, sehr enge Verbündete von Israel eine Veto-Position haben, geht der UN-Sicherheitsrat trotz der sehr brutalen israelischen Kriegsführung nicht gegen Israel vor. Auslöser des Krieges war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das Terroristen der islamistischen Hamas sowie anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober im Süden Israels verübten. Sie ermordeten dabei 1200 Menschen. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive. Dabei wurden nach Angaben der Hamas, aber das sind UN-Zahlen, die auch schon von zahlreichen anderen Quellen unabhängig bestätigt wurden. Also das ist jetzt das Framing hier der Süddeutschen Zeitung. Dabei wurden nach Angaben von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde bislang mehr als 25.000 Menschen getötet.
Die Zahl lässt sich kaum unabhängig überprüfen, aber wie gesagt, die UN übernimmt diese Zahlen, weil diese Zahlen offensichtlich glaubwürdig sind. Naja, also es ist eine humanitäre Katastrophe, was da gerade in Gaza passiert. Jeden Tag sterben hunderte Menschen und um das zu beenden, müssen endlich wieder humanitäre Güter in den Gazastreifen gelassen werden und es braucht mindestens einen Waffenstillstand. Aber dafür müsste halt von Seiten vor allem westlicher Regierung endlich Druck auf Israel ausgeübt werden. Dieses Urteil ist es ja noch nicht, es wird ja noch nicht über einen Völkermord entschieden, sondern es wurde nur über den Eilantrag Südafrikas entschieden. Dieses Urteil ist aber ein erster Schritt in die richtige Richtung und kann hoffentlich zu einer friedlichen Konfliktlösung beitragen und den diplomatischen Druck auf Israel erhöhen, endlich für Frieden zu sorgen. Dieser Meinung ist auch Fabio De Masi vom Bündnis Sarah Wagenknecht. Er schreibt, eine wichtige Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs für alle Menschen, die sich nach Frieden und Herrschaft des Rechts im Nahen Osten sowie Sicherheit für Israelis und Palästinenser gleichermaßen sehen. Das unbestrittene Recht Israels auf Selbstverteidigung gegen den barbarischen Terror der Hamas ist kein Recht auf unverhältnismäßige Kollektivbestrafung und enthemmte Gewalt gegen unschuldige Zivilisten. Es ist auch eine Ohrfeige für jene in Deutschland, die von der eigenen historischen Last der Shoah durch eine Verharmlosung des Grauens in Gaza, eine blinde Solidarität mit der Regierung Netanyahu, der die Hamas bewusst förderte, um eine Zwei-Staaten-Lösung zu verhindern, ablenken wollen. Und dabei auch jüdische Persönlichkeiten verunglimpfen, die sich für Frieden engagieren. Also da kann man beispielsweise auf den Fall von Ilhan Pape rekurrieren, dessen Veranstaltungen in Deutschland gecancelt werden, also weil er sich halt kritisch zur deutschen Positionierung im Nahostkonflikt äußert. Ilhan Pape ist ein israelischer Historiker. Also ja, das ist natürlich völlig absurd und mit der Kritik hat Fabio De Masi hier absolut recht. Ilhan Pape ist ein israelischer Historiker, der sich damit wirklich ausführlichst beschäftigt hat mit dem Nahostkonflikt und der dazu auch schon zahlreiche Bücher geschrieben hat. Einige Grüne haben sich dabei besonders hervorgetan. Der Internationale Gerichtshof verlangt, dass Israels Militär sich mäßigt und dass seine Politiker mit aufhetzenden Reden aufhören. Letzteres täte auch in Deutschland zuweilen gut. Ja, dem kann man sich eigentlich nur anschließen. Man kann nur hoffen, dass es bald zu einem Waffenstillstand und einem Ende der Blockade des Gazastreifens kommt. Denn es ist, wie gesagt, eine humanitäre Katastrophe, was dort passiert. Und Krieg und Gewalt führen dort garantiert nicht zu einer friedlichen Lösung. Dass beide Seiten jetzt seit Jahrzehnten auf Gewalt gesetzt haben und vor allem Israel nicht bereit war, eine Zwei-Staaten-Lösung anzuerkennen, das hat ja dann zu dieser Situation geführt, die wir heute sehen.